Mann, ein Mercedes bremst unsere BMW-Power aus. Dead shit. DS steht für Dead shit. Nein, guck mal, du sagst jetzt, alle sagen immer gleich, weil die Multipler hören, ist krass. Pest. Aber du bist doch nicht in der Formel 1, Mann. Was fängst du schon wieder an, Regeln zu ändern, Alter? Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Race City. Ich hoffe, dir geht's gut, mein lieber Zuschauer. Und heute wird es Zeit, sich mal wieder an den Jarak zu fassen. Wir werden in dem Video heute auf jeden Fall endlich mal Zeiten fahren. 0 auf 100, Viertelmeile, 100, 200. Okay, Leute, vorneweg schon mal. Ich muss euch eine sehr traurige Geschichte erzählen, die aber an sich sehr lustig ist. Jetzt geht's erstmal quer durch ganz Berlin zu unserer Simulationshalle. Und dann werden wir erstmal 0 auf 100 und Viertelmeile mit dem Auto fahren. Warum für uns dieses Zeitmessen gerade heute so wichtig ist, ist gar nicht, weil wir versuchen wollen, mit dem BMW hier irgendwelche Rekordfahrten zu machen oder Rekordzeiten zu machen. Vielmehr geht es darum, dass wir dann ungefähr einschätzen können bzw. wissen können, ob das Auto denn eine Seriensoftware hat oder nicht. Wir kennen ja die Vorbesitzer nicht, wir wissen nicht, ob es schon mal was gemacht wurde. Und es ist auch so, es ist unser oder mein erster Diesel, so ein moderner Diesel und modernes Getriebe oder relativ modernes Getriebe. Und deswegen kann es natürlich auch so täuschen, weswegen ich denke, wow, das Auto geht verdammt gut. Ja? Und wenn wir natürlich eine seriennahe Zeit hinklatschen, dann bin ich sehr, sehr happy, weil dann weiß ich, dass wir so noch ein bisschen was umbauen, noch ein bisschen was machen können und das Auto dann noch besser und noch geiler gehen wird. Ja? Mir ist natürlich auch völlig bewusst, dass durch meinen sehr dicken Bauch, was ihr natürlich auch perfekt in dem Video gerade sehen könnt, wir natürlich so eine Sekunde bzw. sogar vielleicht anderthalb Sekunden verlieren werden. Aber das ist egal, wir werden ja dann einen Richtwert haben, weil es werden dann wieder Zizek und ich fahren und uns filmen dabei. Wie gesagt, wenn wir Rekorde fahren wollen würden, würden wir den kleinen Damian reinsetzen ins Auto, denn er ist der leichteste. Was sagst du, Zizek, was ist so deine Erwartung in puncto 0 auf 100? Na, ich habe die Hoffnung, dass er unter 12 Sekunden so bleibt. Also, du weißt nicht, was der Serie fährt, ne? Ja, was fährt er denn? Bestimmt mehr als der Civic. Ja, aber nicht viel mehr. Ja, komm, was heißt für dich nicht mehr? Irgendwas um niedrige 8 Sekunden oder vielleicht hohe 7. Niemals. Doch. Und somit wäre das, also wenn er das schafft, wird nicht gehen wegen mir drinne. Aber wenn er das schaffen würde, wäre er doch schneller als du. Mit dem Zwick. Aktuell. Aktuell, ja. Ja. Und Yunus ist gerade mit dem Motorschaden schneller gewesen als du. Aber durch den Motorschaden heißt es, er kann nicht mehr antreten. Das heißt, ich habe. Wieso? Er kann Motor tauschen. Es muss halt nur. Kannst du in der Formel 1 Motor tauschen, dann wirst du 20 Plätze nach hinten. Aber du bist doch nicht in der Formel 1, Mann. Was fängst du schon wieder an, Regeln zu ändern, Alter? Wir haben doch gar keine Regeln aufgestellt. Doch, es gibt Regeln, die sind in meinem Kopf drin. Er darf Motor tauschen und du bist nicht in der Formel 1. Was gibt es da für einfache Regeln? Scheiße, Diesel ist wieder unter 1 Euro und ich habe kein Geld mitgenommen. Also wir müssen wie in Russland hier Warnblinker anmachen. Ja, wunderbar, tolles Ergebnis, sehr zufrieden. Hier sind die ersten Werte und auf die werden wir jetzt mal ganz schnell eingehen. Also 0 auf 100 sind wir bei 10,22 Sekunden im ersten Lauf. Viertelmeile, da merkt man auch den Unterschied, die Draghi nachher in dem Performance Report korrigiert halt die Steigung. Die zeigt dann an 16,70 Sekunden auf der Viertelmeile und wir fahren raus mit 129,8 km/h, die auf der Real Street simuliert wurden. Es
60. Ja, ich mag es, wenn er so redet. Okay, der zweite Lauf ist zu Ende. Die Simulation war super. Wir konnten uns von 0 auf 100 verbessern. Seht ihr auch oben. Allerdings im Performance Report sehen wir, dass wir Viertelmeile durch die Korrektur, also wir fahren jetzt die Strecke genau andersrum, immer simuliert. Das machen wir immer so bei der Simulation, damit das möglichst echt ist. Und da korrigiert er das wieder rauf und da fahren wir auch wieder 16,96 Sekunden und fahren auch mit 129 km/h hinten raus. Jetzt könnte man natürlich noch weiter ein bisschen den Start üben, ja, da gibt es Möglichkeiten, selbst mit einer Automatik zügiger zu starten, als ich es getan habe. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Wir haben jetzt einen Startwert, das heißt angegeben 9,68 Sekunden für den BMW und 16,96 mit 129 km/h hinten raus. Ja, zurück aus der Simulation sind wir wieder auf den Straßen von Berlin unterwegs. Ich bin zufrieden. Man sieht daran auch, ja, was so ein fetter Wohlstandsbauch wie meine ausmacht bei der Zeit. Also ich vermute mal, mein fetter Bauch kostet uns locker eine Sekunde. Ja? Aber egal, das ist ja für uns nur ein Richtwert. Wir wollen mit dem Auto ja auch keine Topzeiten fahren. Es ist für uns einfach ein Richtwert, ob es Sinn macht oder nicht, was wir da machen. Ein kurzer Break. Wir müssen ein bisschen auch tunen in den Videos. Wir haben uns überlegt, wir werden einfach jetzt mal den Grill von dem BMW tunen. So sieht das Ganze aus. Der originale Chromgrill geht raus. Und hier, wie auf der Seite schon zu sehen, kommt der M5 Look. M5 Doppelsteggrill oder wie sich das auch nennt. Wie gesagt, wird noch lackiert in schwarz glänzend, aber das machen wir dann in aller Ruhe, wenn das M-Paket da ist. Wir müssen erstmal eins finden, wenn es irgendwo auf der Straße steht. So, ja, so einfach, fertig. Eigentlich geht's weiter jetzt mit dem Programm. Mehr brauchen wir auch nicht sagen. Sicher, aber erstmal, wie geht's dir denn so? Gerade ganz hervorragend. Ja. Ich habe aktuell so eine Glückssträhne. Okay. Deswegen, ich mache mich gerade auf die Suche nach einem neuen Auto. Okay. Deswegen hoffe ich, ich ergatter was Schönes. Ja. Weißt du, was zu dir passen würde? Ja. So ein Offroad Multipler. Nein, guck mal, du sagst jetzt, alle sagen immer gleich, weil die Multipler hören, ist krass. Aber stell mal vor, du hast so gewisse Gadgets da drin. Wie? Was hat ein Multipler für ein Gadget? Erzähl mal, jetzt bin ich gespannt, Alter. Eine ultimative G-Shack Prüfanlage. Oh, du laberst manchmal einen Müll. Was für ein Auto kommt dir denn so in den Sinn? Was wäre so deine erste Wahl gerade? Wenn der Teufel um die Ecke kommt. Die Teufelnummer ist immer geil. Oder jetzt müsste kommen, wenn du jetzt zurückdenken würdest und der G-Shack mit 18. Guck mal, M5, wunderschönes Auto. F10 M5. Nach Hui Blät, ich überhole ihn. Bitte keine Blitzer. Dreh mal kurz um und film ihn. Mann, ein Mercedes bremst unsere BMW-Power aus. Und ein DS überholt dich. Was DS? Das ist ein Kackhaufen. Das ist ein DS. Dead Shit. DS steht für Dead Shit. Warte mal, ich muss mal ein bisschen dunkler drehen. Yes. Damit man dieses Elend sieht. Und der Typ hier mit diesem, ja genau, mit deinem Scheißhaufen. Guck mal, wie alle jetzt auf einmal Schiss haben. Weil die denken, wir sind Polizei. Ja. Das ist noch so echt ein positives Ding von dem Auto. Ja, sehr schön. Aber ey, oh, sorry, ich habe mich gut gefilmt. Sieht schon monströs geil aus. Ja. Also das könnte ich mir zum Beispiel... Guck mal, film. Ah, nein, er wollte einfach nur runter. Er hat Schiss bekommen. Stichek, Mann, Alter. Beste Grüße an dich, M5-Fahrer. Wir sind keine Polizisten. Wir wollten dir nur zuwinken, weil wir BMW-5er-Brüder sind. Aber Stichek hat in dem Moment, wo du Angst bekommen hast und durchgedrückt hast, die Kamera weggedreht, leider. Schreibt in die Kommentare, Stichek halt drauf, wie oft diese Ente, die wir jetzt von der Straße rammen könnten. Welche Ente? Da. Oh, guck mal, Dead Shit ist wieder da. Komm, wir ärgern. Hast du gefurzt? Oh, pff. Ey, Marek, doch nicht, wenn die Fenster zu sind, Alter. Das ist die Rache für den Multi. Nee, das ist Misshandlung der Sitze, Alter. Oh,
Okay, Leute, vorneweg schon mal. Ich muss euch eine sehr traurige Geschichte erzählen, die aber an sich sehr lustig ist. Und die mich, also ich habe in letzter Zeit oft das Glück, dass ich von meinen eigenen krassen Dummheiten so wirklich bewahrt werde. Dankeschön, lieber Schutzengel vor Gefängnisstrafen. Folgende Sache. Ihr wisst ja, ich habe es oft genug gesagt gehabt, wir wollen unbedingt ein M-Paket für dieses Auto haben. Dann habe ich mir das so angeguckt, was man alles dafür braucht und zusammengerechnet und bin viermal vom Stuhl gefallen. Was für ein Zufall, genau bei mir um die Ecke, in einer sehr abgelegenen Straße, in einer sehr dunklen Straße, wurde ein F10 BMW abgestellt mit einem BMW M-Paket. Sogar richtig schön mit diesem BMW Performance oder M-Performance oder was dahin kommt. Und der stand da so bestimmt über eine Woche mit einem gelben Punkt, wa? Ja, auf jeden Fall. So gewisse Raben haben sich schon angefangen zu bedienen und nahmen die ein oder andere Radmutter da weg. Also habe ich mir gedacht, warum sollte ich nicht auch zu den Raben dazu zählen und schwuppsdiwupps baue ich mal eben so die Schwelle und die Stoßstange ab. Ich weiß, sowas macht man nicht. Verurteilt mich noch nicht. Später werdet ihr sehen, was passiert ist. Auf jeden Fall hatte ich so diese Gedanken, diese Instinkte wurden mir geweckt. Ich weiß, jeder wird jetzt sagen, typisch Pole. Ich werde dazu sagen, typisch gerne alles billiger habe. Naja, jedenfalls habe ich das D-Shack erzählt. Der hat mir mehrere virtuelle Schellen verpasst und hat mich versucht, die ganze Zeit von solchen dummen Ideen abzuhalten. Als ich D-Shack doch erpresst habe, sind wir losgefahren und schwuppsdiwupps. Als ich dann euch das Auto zeigen wollte und eigentlich sollte dieses Intro jetzt gerade vor genau diesem weißen Auto gedreht werden und ich wollte so schlaue Sprüche machen und sagen, ey, macht keine kriminellen Sachen, denn die werden euch im Knast eure Jaraks abschneiden. Das Auto wurde abgeholt. Kurze Geschichte, eine traurige Geschichte, aber doch eine lustige Geschichte. 100. Erpiss dich jetzt! Mann, Alter! Egal, hat keinen Sinn, müssen die Pest einfach auf der linken Spur schleichen, ja? Danke, du hast erfolgreich das ganze Video gesehen. Ich hoffe, es hat dir sehr viel Spaß gemacht. Und noch besser ist es, wenn du natürlich auf Like drückst und einen Kommentar abgibst. Schreib uns einfach, was du von dem Video hältst. Schreib uns einfach, was du davon hältst, dass D-Shack ein Multipler Offroad bauen sollte. Und noch viel wichtiger ist, bleib gesund.